Guten Tag, Leute. Hier spricht wieder euer Peter Gaming. Und wir spielen weiter. FIFA 21 gegen FC Bayern München. Und los geht's. Bin immer gespannt, was heute passiert im FC Bayern. Ja, wir haben okay Probleme. Keine Ahnung, man weiß nicht. Genau, vielleicht haben sie aus dem Fehler gelernt, Leute. Das kann auch sein, dass sie unter den Fehler gelandet. Wir schauen einmal mal, wie das hinkommt. Komm, gewinnen kann man gegen jede Mannschaft. Das Puppel, möglich ist alles, Leute. Das Problem ist dann, ob man es dann wirklich schafft, gegen die Mannschaft zu gewinnen. Das ist dann die andere Frage. Aber möglich ist alles, Leute. Möglich ist alles, man weiß nicht. Wir haben ja die Wölfe Schwerkarten, das ist ja. Damos por concluida la rueda de prensa. Gracias por su tiempo. Das ist ja das. Wir werden einfach unser Bestes geben, wie immer die Gänge. Und dann schauen wir einfach, was heute passiert. Team bleiben wir mal so, aber heute werden wir ein wenig Spieler austauschen. Guck doch mal noch ein bisschen das Problem. Okay, die Position. Jetzt sind halt im Ding sind wir halt jetzt ein bisschen, weil wir haben ja zur Zeit ein wenig, ja, ein bisschen das Ding, aber heute wollen wir ja ein bisschen, heute geht's um gar nichts heute gegen, qualifiziert sind wir ja, qualifiziert sind wir, Leute. Qualifiziert Zimmer und das ist immer das Wichtigste. Wir sind qualifiziert, wir haben es geschafft. Atletico könnte vielleicht noch noch Dritter werden, aber es ist sehr unwahrscheinlich. Müsste Salzburg über 20, glaube ich, gefühlt 20 Tore schießen oder so irgendwie. Und ob das wirklich passiert, werden wir sehen, Leute, ob es wirklich so passiert, Leute. Also, das ist nur cool, Leute, dass man da im Stadion so rauslaufen kann. Alles ist nur cool gemacht. Das ist, okay, wenn das Münchner Stadion gäbe, den könnte man das auch machen, Leute. Mann, der Stadionsprecher, der ist sehr euphorisch, Leute. Lukas 17 Tore sind der Rekord, Leute. 17 ist der Rekord, Leute. Und er ist auf Prognose 20. Wenn er so weiter macht, Leute. Können wir den Rekord holen, Leute. Wenn wir so weiter spielen. Wir werden sehen, Leute. Wir brauchen ein LV, ein RV brauchen wir. Und auf dem linken und rechten brauchen wir vielleicht auch noch einen eventuell. Man weiß es nicht. Mal gucken. Aber heute werden wir erstmal gegen Oblak spielen werden. Und Oblak wird nicht einfach. Und der wird nicht einfach Oblak. Aber im Hinspiel haben wir ja nicht schlecht gespielt gegen die. Und das war ja auch gut. Das muss man sagen.
Und dann gucken wir mal, ob Felix und Suarez uns schlagen können. Bin ich mal gespannt. Leute. In dem sau coolen Stadion. Leute. Leider ist München nicht in meinem eigenen Stadion drin. Das ist halt ein bisschen schade, finde ich. Dass man nicht im eigenen Stadion spielen dürfen. Es ist halt ein bisschen das Schade, ne? Aber die Stimmung ist hier einfach mega gut. Anstoß hat Atletico. Eigentlich mit dem Sieg Atletico sind sie durch, Leute. Safe. Wenn halt verlieren, müssen sie halt, dürfen halt nicht hoch verlieren. Die dürfen halt nicht hoch verlieren gegen Atletico. Das ist halt das gefunden. Ja. Aber gegen Atletico zu spielen ist es ein schweres Spiel, Leute, gegen Atletico zu spielen. Und wir gucken einfach, was wir hinkriegen, Leute. Mit Siemens bin ich wirklich schlecht ist er nicht, aber ich würde fast sagen, soll man ihn behalten. Oder soll man ihn nach der Saison abgeben? Wenn eh nur für ein Jahr ausgeliehen. Wenn eh nur für ein Jahr und 1,8 müssen wir zahlen für ihn. Ob man das Geld dann wirklich für ihn zahlen, bin ich unwahrscheinlich. Ja, heute sieht es auch wieder gut aus für den FCB. Können Atletico ein Punkt reicht denn um sicher ins qualifiziert sind sie eigentlich schon. Weil Salzburg müsste so hoch gewinnen, was eigentlich unmöglich ist, so hoch zu gewinnen, Leute. Also starten hier ist er richtig gut. Wir starten ist er richtig gut gefühlt. Und hier geht's weiter mit Tempo-Fußball. Und heute spielen mal beide Stürmer mal heute. Heute spielen mal beide Stürmer. Ja, für Madrid heißt drei Sieg. Weil Salzburg, das Problem war ja, Salzburg hat das Spiel ja gewonnen. Und das war halt überraschend, ehrlich gesagt, dass Salzburg gegen Atletico das fünfte Spiel gewonnen hat, sozusagen. Das war ja das Ding. Und Lewandowski schlagt
jetzt wieder ein. Nickt wieder ein, Leute. Lewandowski nickt schon wieder ein. Oh, meine Gott. Da nickt wieder ein unser Lewandowski. Die Tormaschine, Leute. Holt er sich den Rekord, Leute? 17 Tore. Um sozusagen für den Spieler des Jahres zu werden, will er natürlich so viele Tore wie möglich. Er will den Titel. Er will den Titel. Sein 9. Tor, Leute. Okay, 9 Tore. Okay, es wäre halt jetzt gut, vielleicht noch ein Tor zu schießen. Dann sind es nur noch 7 Tore. 7 Tore. Felipe hat sich verletzt, Leute. Ja, und die Ballen wissen. Und es sieht danach aus, als die Bayern weiter Druck Fußball. Weiter Druck Fußball machen. Ah, mit zwei Stürmer. Das ist auch nicht schlecht, mal zu spielen. Kann Atletico zurückschlagen oder wird's schwer? Oh Mann, und 2-0 von durch Duklas. Alle immer diesen die Außenstürmer von beiden Flügeln. Die gehen, die sind einfach mega gut durch das. Ich hätte auch auf Lewandowski schießen können, glaube ich. Ja. Ich hätte auch auf, so, ich hätte auch noch den schießen können. Golden Bayern con el 11 Douglas Costa. Für Atletico wird es immer schwer. Sicher sind sie, aber zwei Niederlagen gegen Bayern zu kassieren, ist natürlich nicht das, was man sich vorgestellt hat von Atletico Madrid, Leute. Das hat man sich halt nicht vorgestellt. Mein Fehler. Aber das Atletico jetzt fast nichts macht, das ist schon heftig, Leute. Alle drei Top 3 Chancen hat er Neuer abgefangen, Leute. Drei Top Chancen, Neuer, alter Schwede. Und das nächste Spiel wird gegen den BVB. Und das wird schon ein wichtiges Spiel für den FC Bayern. Und für Dortmund natürlich. Weil wenn Bayern heute gewinnt, Bayern von Dortmund verliert nächste Woche, wird's nicht einfacher.
Und Suarez macht den Anschlusstor. Ja, und jetzt wird es doch vielleicht noch mal ein bisschen spannend. Das ist doch ein wenig spannend. Neuer ist raus, aber da muss man den Ball abfangen oder wegschlagen. Da muss man den Ball auch wegschlagen. Erste Hälfte rum, Bayern 2, Madrid 1. Aber das Spiel wird noch ein bisschen, wird noch spannend in der zweiten Hälfte. Für die Bayern, es wird ein spannendes Spiel. Und Salzburg gewinnt, Leute. Okay. So, ich mache heute Lewandowski Gegner. Kimmich Gegner. Kann man noch eine? Ja, so heute tue ich ein bisschen was testen, Leute, heute mal bitte. Heute so ein bisschen und dann einen Testtag ein bisschen, Leute. Heute wäre es so ein bisschen unter wissen, gegen Dortmund wollen wir jetzt ein paar Spiele Pause gönnen, Leute. Aber wir wissen, gegen Dortmund ist ja das. Dortmund, das Spiel wird. Das Dortmunder Spiel wird ja wichtiger sein als hier, hier in Madrid, Leute. Das Madrid-Spiel wird wichtiger. Das Madrid-Spiel wird wichtig, Dortmund-Spiel ist wichtiger wie heute dieses Spiel, Leute. Bei Madrid hier das Spiel ist eh alles entschieden schon. Das ist der Vorteil, heute müssen wir nicht. Das ist halt der Nachteil, was Atletico gehabt hat, Leute. Das hat Atletico schon zwei Niederlagen passiert. Weil sonst wäre das Spiel heute wahrscheinlich spannender geworden. Das muss man so sagen, sonst wäre das Spiel spannender geworden. Okay, das waren zwei in der Nähe. Das ist halt immer das Problem, wenn zwei Angreifer vorne stehen. Wenn halt immer zwei Angreifer vorne stehen.
Das ist halt immer das Problem, wenn zwei Angreifer im Sturm sind vorne. Aber es ist nämlich, können die nochmal Ausgleich ablegen. Das geht so. Kann Atletico noch ausgleichen oder macht Bayern hier das Spiel? Aber Salzburg gewinnt, Leute. Salzburg macht das Spiel. Aber Salzburg wird in die Europa League absteigen, Leute. Atletico mit Bayern in der Champions League spielen im Achtelfinale. So wird es sein, Leute. Ja. So wird es wahrscheinlich sein. Und Atletico kämpft weiter um ihr Ehechen, wie zumindest hier einen Punkt zu holen, Leute, weil ein Eigenstand ist nicht zu schaffen. Ja. Und es ist das. Oh man, doch noch das 2:2. Das war mein Problem, ich wollte das Spiel schnell machen, dann verlieren wir den Ball im Mittelfeld und dann geht's halt schnell. Das ist halt das Problem, dann geht's halt schnell. Und jetzt ist es eigentlich entschieden. Salzburg wird nicht schaffen. Bei Leipzig hat halt Pech gehabt, allein die Bayern halt. Salzburg hat auch zu hoch verloren. Das ist halt das Problem, sonst wäre es vielleicht noch spannend gewesen. Und wenn jetzt das Salzburg. Und einfach bei Ruhe. Wird vermutlich Geld geben, oder? Ja, war ein taktischer Foul, Leute. Jetzt wird er raus weggenommen. Alle regen die sich gleich wieder so alle wieder auf, Leute. Das ist ja immer nur. Abseits und Alter. Warum Abseits? Ich verstehe es nicht, warum. Oh, Pech. Alter, es ist ein Pech, Alter, die Bayern. Das ist bitter, Leute, das ist so bitter gerade. Oh Mann, und er kriegt die. Aber Oblak ist halt einfach. Er ist einfach eine Maschine, Oblak. Abseits. Und kann Bayern wirklich alles. Kann Bayern hier nochmal das Spiel gewinnen, Leute? Oh Mann, ich wollte was versuchen, aber es hat nicht funktioniert, so wie es wollte. Abseits. Danke.
kann Bayern hier noch ein Tor schießen? Oh Mann, es ist einfach so. Oh Mann, ich hab so lange gewartet. Aber es sieht danach aus, Leute. Wir werden doch nicht alle Spieler heute gewinnen. Oder doch? Alter Junge, was ist denn heute? Alter, so ein Pech, Alter, so ein Pech. Alter, Mann. Alter, wenn ich in die Mitte gepasst hätte, hätte ich es gemacht. Aber ich... Alter, das ist gerade... Oh Mann, oh Mann, bitte. Schade für den FC Bayern. Doch kein... volle Punktzahl. Leider nicht. Aber naja. Es war bitter, aber es war verdient, Leute, muss man so sagen. Das 2-2 war verdient, Leute. Das 2-2 war verdient, Leute, muss man so sagen. Es war verdient, das 2-2. So muss man sagen. Es war verdient, aber man hätte es halt schaffen können, irgendwie noch ein Tor, aber... Es soll nicht sein, nein. Leider haben wir, und Salzburg gewinnt, Gladbach verliert, oh Mann. Alter, schwer. Bin ich mal, oh Mann, das ist halt schade, 2-2, Pech, Wahlpech. Warum haben wir einfach welche Tor gesucht? Genau, am Ende war Müdigkeit und alte Chancen tot. Ja, wir waren gut, da war die zu, sehr gut. Genau, frustriert. Weil wir die genutzt hätten, hätten wir ja die... Natürlich hofft man immer, wenn man gewinnt, ein Tor. Wir wollten das Spiel gewinnen, Leute. Wir wollten das Spiel gewinnen. Mehr, was anderes wollten wir nicht. Wir wollten das Spiel gewinnen. Und das haben wir halt nicht, leider. Und leider hämmert es nicht gewonnen, Leute. Aber wir. So, schauen wir mal, was da noch kommt. Genau, die Fitness ist mit Zirzkes ausgeliehen. Okay, gut. So, jetzt gehen wir weiter. Jetzt tun wir noch das Dortmund-Spiel. So. Preis 27 Millionen. Wow, okay. FC Villarreal, okay. Mal gucken, wieder, ja. Schauen wir mal.
verhandeln. Schauen wir mal, Leute. Mal gucken, mal bei FC Villarreal, okay? Bin ich mal gespannt, Leute, was die machen. Da bin ich mal gespannt. Schlecht ist er nicht, aber ich würde, muss er, wenn er woanders spielt, könnte er auch öfter spielen, würde ich sagen. Bin mal gespannt, ob sie ihn für 2 Jahre aus. Wir können, wie gesagt, wir können ihn mal zurückholen, Leute. Ich würde es. Gegenangebot 50-50. 50-50 ist immer am besten. Für beide Teams ist es immer gut. Dann schauen wir mal. Genau, einfach mal nur ein Ausleiher. So, ihr Fried, es ist jetzt, Friedrich ist jetzt auch mal ausgeliehen. Bei Arsenal hätte ich noch gern vielleicht mal, Arsenal, ob er so was so. Ja, schon. Und jetzt dauert es halt, bis die Spieler dann den Vertrag kriegen. So, jetzt können wir noch trainieren, Leute. Trainieren wir natürlich noch ein bisschen. Die Mannschaft noch ein bisschen trainieren. Jetzt können wir noch gucken, ob irgendwas passiert noch im Büro. Bitte lass noch mal was kosten. Okay, denn okay. Okay, Sven ist halt heftig, dass er nicht gekommen ist, okay. Aber Leute, ich würde sagen, somit sagt euer Peter Game für heute. Tschüss, bis dann und Peachy, bis dann.